Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Part von Let's Play Go United. Ja, wir werden heute eigentlich wieder das gleiche machen wie das letzte Mal. Trainings, Plan ansetzen, Freundschaftsspiele herausfordern, auf unsere Liga schauen. Da hat sich auch schon was verändert. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und wir legen auch gleich mal los. Gut, Trainingsplan für heute sieht folgendermaßen aus. Heute Standardtraining, dann Torschuss- und Passspiele und als allgemeines Training Talenttraining. Morgen dann die Abseitsfalle, dann Torschuss und Form und als allgemeines Training Techniktraining. Mal gucken, ob ich noch irgendeine Karte habe, die ich da einsetzen könnte. Training, Kondition, nein, habe ich nicht. Gut, dann speichern wir das wieder mal und veranstalte jetzt wieder mal ein Trainings- bzw. Freundschaftsspiel gegen den Janni99. Gut, hier haben wir ihn. Er ist auch Liga 8 wie ich, Platz 7, hat eine Stärke von 19 und ist auf den Karriere-Level 23, wir 22. Ich werde ihn jetzt mal zu einem Trainingsspiel herausfordern, denn Freundschaftsspiel kann ich nicht machen, weil ich am Montag, ja, da habe ich ein Pokalspiel. Ich glaube, weiß jetzt nicht gegen wen. Ich guck mal schnell. Hier steht's. Montag Pokalspiel gegen den FC von 1896. Okay. Gut, wie gesagt, da kann ich halt jetzt bloß ein Trainingsspiel machen am Freitag, aber ich denke, das ist auch nicht so das große Problem. Denn eigentlich kommt es ja auf das gleiche drauf raus, Trainingsspiel oder Freundschaftsspiel. Gut, Trainingsspiel. Ja, mit einem Coupon einsetzen. Gut, jetzt haben wir ihn herausgefordert, jetzt muss es nur noch annehmen. Und dann haben wir ein Trainingsspiel gegen den Janni99. Gut, dann habe ich ja schon erwähnt, dass es in meiner Liga ein paar Veränderungen gegeben hat bezüglich Plätze. Ja, und wir hatten ja auch gestern das Spiel gegen den Ernsthal, dass wir 5:1 gewonnen haben. Das war ganz wichtig, denn wir waren in der Liga nur auf dem vorletzten Platz. Aber jetzt hat sich einiges verändert, ihr werdet es ja dann sehen. Auf jeden Fall lege ich jetzt erstmal die paar Tore vor, die gefallen sind. So, 7. Minute. Ecke für Zanalo Supersa. Roman wird sie treten. Weitere Ecke an den zweiten Pfosten. Harting nimmt den Ball direkt und der Ball schlägt unter der Latte ein. Tor für Zanalo Supersa in der 7. Minute. Torschütze Harting. Was auch bis jetzt der beste Torschütze von uns in der Liga ist. Also von meinem Verein in der Liga jetzt nicht. Dann 12. Minute, kein Tor. Dann in der 16. Minute ein Tor wieder für uns. Wheeling hat auf der rechten Seite den Ball, spielt Wiens und treibt den Ball entlang der Seitenlinie. Wheeling umspielt Wiens und flankt. Die Flanke kommt zu Ressler. Der steigt hoch und trifft mit dem Kopf. Tor für Zanalo Supersa in der 18. Minute, Torschütze Ressler. Gut, dann ja die Info in der 30. Minute, interessiert uns jetzt nicht so. Dann in der 40. Minute ein Tor für unsere Gegner, lege ich jetzt nicht vor. Dann sind zwei Tore gleich aufeinander gefallen, und zwar einmal in der 49. Minute. Ein paar gute Aktionen auf der rechten Seite und Ressler hat ein bisschen Freiraum. Ressler setzt Wheeling in Szene. Dann nimmt den Ball an und steht direkt vorm Tor. Macht die ganze gegnerische Abwehr nass und schiebt den Ball gezielt in die untere Ecke. Tor für Zanalo Supersa in der 49. Minute. Torschütze Wheeling. Dann in der 51. Minute wieder ein Tor für uns. Und diesmal war es unser Markowski. Markowski erkämpft sich den Ball im Strafraum des Gegners, nimmt Maß und schießt aus nächster Nähe unhaltbar. Tor für Zanalo Supersa in der 51. Minute. Torschütze
Markowski. Und dann das letzte Tor in der 73. Minute. Unser Mittelfeldspieler, der Rutkowski. Rutkowski hat den Ball im Strafraum, nimmt Maß und schießt aus nächster Nähe unhaltbar. Tor für Zanaluzo Persa in der 73. Minute. Torschütze Rutkowski. Ja, das waren die ganzen Tore des Spiels. 5 zu 1 gewonnen. Und jetzt schauen wir mal auf unsere Liga, wie es da jetzt aussieht. Und es lädt, und es lädt. Und da haben wir es. Ja, wir sind jetzt wieder aus der aus den Abstiegsplatzierungen hinausgerutscht und sind jetzt wieder auf dem 8. Platz. Ja, das war eigentlich insofern wichtig, weil wir auf dem vorletzten Platz waren, da wo jetzt Ernsthal steht. Weil ich möchte gerne den Klassenerhalt halten, wenn nicht sogar aufsteigen. Aber wenn ich das so sehe, wäre das noch ziemlich schwierig. Sagen wir mal, wir gehen jetzt auf den 4. Platz, wo gerade FC Krefeld 14 ist. Schauen wir uns den mal ganz kurz an. Hat eine Stärke von 12, ich eigentlich auch. Aber der ist halt auf dem 4. Platz. Wir sind auf dem 8. Platz. Und ja, da müssen wir noch einiges dran ändern. Aber ich würde sagen, das schaffen wir auch noch. So, und dann haben wir unser nächstes Spiel gegen den FC Pads oder Pads. Schauen wir uns den mal ganz kurz an. Der hat eine Stärke von 13. Ist ungefähr unsere Wellenlänge, würde ich jetzt mal so sagen. Karriere-Level ist 30, also schon mal 8 besser als wir. Der steht auf welchem Platz zurzeit in der Liga? Mal schauen. FC Pads, merken. Ja. Mal schnell schauen. FC Pads, FC Pads. Da. 10. Platz. Also wäre auch machbar, den zu schlagen. Ja, das war's dann wieder in dieser Liga. Und jetzt müssen wir wie immer eigentlich täglich noch unser Merchandising betreiben, damit wir wieder mehr Geld bekommen und dann uns eventuell noch mehr Spieler kaufen können. Ja, Fallen hatte ich gestern reingezogen. Ist natürlich immer ausverkauft. Und dann hatte ich 75 Franchise produziert, wo die Nachfrage ja nicht ganz so berauschend ist, wie wir hier gerade sehen. Also ist fast nicht da, aber ich werde es jetzt einfach mal reinziehen, weil ich habe keine andere Wahl. 6 Euro das Stück, 4 Euro Produktionskosten. Speichern. Dann auf die Fabrik wieder was produzieren. Und was werden wir produzieren? Schals, Glühweinbecher. Also Fanbecher, kein Glühweinbecher. Fahnen. Was soll's? Die verkaufen sich eigentlich auch immer. Produzieren. Gut, wird jetzt produziert. Hier haben wir Fanschals reingezogen. Und jetzt ich mal schnell auf mein Stadion. Und schau, wie weit alles fertig gebaut ist. Denn wir haben ja auch gestern angefangen, unser Stadion ein bisschen auszubauen. Unsere Kurven sind jetzt alle gebaut. Jetzt haben wir hier nur noch diese Holztribünen. Aber das werden wir natürlich auch noch bald verändern. Da werde ich mir dann solche schicken Betontribünen kaufen. Für 570.000 eine ist ganz schön happig. Und weil wir auch noch auf den Transfermarkt wollen, werde ich jetzt erstmal nicht ausbauen. Aber was wir ausbauen könnten, wäre später auch unsere Imbissbude zu den Kiosk. Das ist nämlich auch noch ganz praktisch, denn unsere kleine Imbissbude ist jetzt ganz schön klein. 3000, wir haben eine Kapazität von fast 8000, das ist wirklich überhaupt nichts. Ja, das werden jetzt so die nächsten Projekte sein. Transfermarkt, Stadion ausbauen, Imbissbude. Ja, das war's auch schon eigentlich für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.